Ja, berührend, was mich sehr berührt hat, ist diese starke Betonung der Auferstehung. Ich sage, wir leben in einer Zeit, wo es fast so etwas wie eine Auferstehungsmüdigkeit herrscht. Ja. Man verlangt von diesem Leben oder will nicht mehr verlangen, dass es eine Vollendung in Gott gibt. Das Leben der Mönche wurde sehr realistisch gezeigt. Also ich war ja selbst auch 18 Jahre im Kloster bei den Franziskanern. Das war nicht ganz so hart. Ja. Katzen hatten wir auch, ja. Nicht so viele. Aber es wird sehr realistisch gezeigt. Und was da alles aufgeboten wird, um das zu sagen, was das Wesen unseres Glaubens ausmacht, nämlich, dass der Herr wahrhaft auferstanden ist. Das nehme ich gerne mit und das wurde heute in anderer Weise sehr deutlich gesagt. Dafür danke ich sehr herzlich. Ja. Weil bei uns herrscht ja ein bisschen so die Meinung weithin, Berufung ist ein Recht, das ich habe. Ja? Ich habe das Recht, also Priester zu werden, ich habe das Recht, Bischof zu werden, alle haben das Recht. Und hier wird uns gezeigt, dass zwei Dinge zusammengehen, das ist der absolute Wille Gottes und die Freiheit des Menschen. Und ich sage auch manchmal, bitte, ich sage auch mal, also diese Berufung, das hat mir Gott angetan. Ja? Aber nicht, ich bin nicht jetzt überwältigt von, dass ich nicht frei gewesen bin, aber dass Gott, es ist Gottes Vorrecht zu rufen und nicht zu rufen. Nimm ein kleines Beispiel, bei uns die Priester beten im Hochgebet, da heißt es ja für die Mutter Gottes, Maria, und dann heißt es, und Josef, ihren Bräutigam. Das sagen manche, das geht nicht, man kann nicht ein Leben lang Bräutigam sein, das geht nicht. Da sage ich, doch, das geht, bei Gott schon. Und diese Art zu denken und das zu spüren und dass Gott wirklich da, über allem steht, souverän über allem steht, das ist bei uns ein bisschen abhanden gekommen. Das können wir uns von unseren Brüdern, wenn ich so sagen darf, wirklich sagen lassen. Ja? Insofern würde ich auch, ich könnte auch mit dieser Art sagen, dass ich, das war eine meiner schwersten Entscheidungen, Bischof zu werden. Ja? Ist mir nie eingefallen. Auch nur zu denken oder was. Und das ist nicht, und das ist immer auch ein bisschen Pflicht. Ich sage manchmal, ich kenne mich beim Heiraten natürlich nicht aus, man darf nicht nur aus Neigung, so ich will und so, sondern auch ein bisschen, ich bin gerufen und ich kann nicht so einfach Nein sagen. So ist das, ja. Danke für diese.